Er kam, sah und sprach. Nicht gleich vom Sieg, aber von sich und vom Wahlkämpfer Johannes Rau. Es gibt welche, die sagen, du musst mal mehr auf den Putz hauen. Dann sage ich, das kann ich nicht. Andere sagen das feiner, die sagen, du musst auf den Tisch schlagen. Sag ich mal, bei Tisch fallen mir ganz andere Assoziationen ein als schlagen. Also sage ich, ihr könnt mich so haben, wie ich bin, anders bin ich nicht zu kriegen. Da mag sich der Bruder Johannes an den alttestamentarischen und gleichfalls frommen Hiob erinnert fühlen, der durch ein Tal des Leidens wandern muss und erst nach 42 Kapiteln erlöst und getröstet wird. Guten Abend, Sie sehen das Heute-Journal. Wie es für Johannes Rau, der nun ein Johannes der Kämpfer werden soll, in 74 Tagen aussieht, das bleibt unvermeidlich offen. Erst Wahltag ist Zahltag und das ist weiterhin der 25. Januar 87. Bis dahin geht es steinig bergauf und der Rautag war heute ein Bonntag. Der Gang des Johannes Rau in die Bundespressekonferenz nach Hamburg und den Folgen für die SPD. Der Kanzlerkandidat kam ohne seinen Vertrauten Clement, der am Montag zurückgetreten war. Stattdessen Wahlkampfleiter Peter Glotz. Und vor der Politik Presseglückwunsch an den frisch gebackenen Vater Rau und die Nachricht, wie es Töchterchen heißt. Ich bedanke mich auch für die Glückwünsche, die Sie ausgesprochen haben zur Geburt meiner Tochter. Sie heißt Laura Helene und ist wunderschön. Dann zum Ernst der Lage von Kandidat und Partei. Es war Raus erste ausführliche Wortmeldung nach dem Debakel von Hamburg. Rau benannte die Schwierigkeiten ohne Selbstzerfleischung verbindlich. Nach einem solchen Ergebnis wie in Hamburg und vorher in Bayern gibt es natürlich dann eine Fülle von Diskussionen, ob man es bisher richtig gemacht hätte, ob die Sache stimmt, ob die Sprache richtig ist. Ich denke, dass ich mich nicht verbiegen lasse, dass ich weiter um Menschen werbe, in allen Teilen der Bundesrepublik, in allen Generationen, in allen Schichten. Dass ich weiter deutlich mache, die SPD ist die große Volkspartei, die mit ihrem Programm und ihren Personen eine Alternative ist zur gegenwärtigen Bundesregierung. Sie abzulösen bleibt sein Wahlziel. Kritik des Hoffnungsträgers an seiner niedergeschlagenen Partei. Weniger Sitzungen, mehr Versammlungen. Weniger Gremienarbeit, mehr Gespräch mit dem Bürger. Mehr Zuwendung zu den einzelnen Gruppen und Zielgruppen. Die Messlatte ist hoch und wir werden unsere Arbeit inhaltlich zu straffen und sprachlich zuzuspitzen haben, ohne einen Wahlkampf zu führen, der die Verbalinjurie mit dem Argument verwechselt. Zunächst jedoch ist sein Wahlkampfteam geschwächt, ohne Clement, ohne Hombach. Hier vor zwei Tagen ahnten die Journalisten noch nichts von Clemens Resignation. Rau bedauerte dessen Schritt, will ihn aber als persönlichen Berater behalten. Parteichef Brandt, der Raus leisen Wahlkampfstil mit Skepsis sieht, hat den Kanzlerkandidaten heute besucht. Brandts neuem Motto, es gelte nun die absolute Mehrheit der Union zu verhindern, setzt Rau weiter sein Wahlziel der eigenen Mehrheit, die ihn zum Kanzler machen soll, entgegen. Unausgeräumt sind Wahlkampfdifferenzen zwischen Bonn und Düsseldorf und unersetzt ist Wolfgang Clement. Herr Ministerpräsident, was ist innerparteilich geschehen? Warum ist Wolfgang Clement zurückgetreten? Ich glaube, dass Wolfgang Clement, der uns allen eine sehr große Hilfe gewesen ist, angesichts der Diskussion um die Art der Wahlkampfführung und angesichts der Debatte über die Wahlziele, glaubte, nicht auf seinem jetzigen Posten bleiben zu können. Trifft es zu, dass Wolfgang Clement Ihnen den Verzicht auf die Kanzlerkandidatur angeraten hat und dass er deswegen resigniert hat, weil Sie nicht angenommen haben? Nein, dann würde er ja nicht jetzt einer meiner wichtigen Helfer sein. Peter Glotz wird die Wahlkampfleitung übernehmen. Das geschieht in voller Übereinstimmung mit Willy Brandt und Jochen Vogel. Und Wolfgang Clement wird mir insbesondere persönlich zur Verfügung stehen für die Öffentlichkeitsarbeit, die jetzt zu tun ist. Dass man nach einem Abend wie Hamburg unter Freunden zusammensitzt und sich fragt, macht Sinn? Das finde ich verständlich, aber dann fasst man wieder Tritt und arbeitet weiter. Die Arbeit heute Abend, Ausstellungseröffnung. Helmut Schmidt von einem DDR-Künstler porträtiert.
Altkanzler und SPD-Kanzlerkandidat bei der Ausstellung Menschenbilder, Kunst aus der DDR in Raus Bonner Vertretung. Und auch Wolfgang Clement ist wieder da im Hintergrund als Gast. Menschenbilder im politischen Bonn. Und auch vom Schutz der Umwelt sprach Johannes Rau heute in der Hauptstadt am Rhein. Anlass dazu besteht in dieser Woche in besonderem Maße. Das Stichwort der Schweizer Chemiekonzern Sandoz. Er begeht in diesem Jahr sein 100-jähriges Jubiläum und er hatte sich dieses Jubiläum anders vorgestellt. Der Rheinfall von Basel wird die sparsamen Schweizer nun teuer zu stehen kommen. Die Beruhigungsmittel des Pharmakonzerns haben die politische Erregung nicht bremsen können. Das wurde auch heute wieder deutlich, als sich die Umweltminister der Rheinanliegerstaaten in Zürich trafen. Ein Hotel am Stadtrand von Zürich war heute Treffpunkt zur ersten Krisensitzung der Umweltminister aus Deutschland, Frankreich, Luxemburg, aus den Niederlanden und der Schweiz. Bundesrat Alfons Egli, derzeit amtierender Bundespräsident, tat verbissen und kommentarlos einen schweren Gang, obgleich er bald die Amtsbürde von den Schultern hat. Die Konferenzrunde mit fast 40 Beteiligten glich beinahe einem europäischen Tribunal, das sich einmal die Eidgenossenschaft vorknöpfte, die in diesem Jahrhundert stets ungeschoren davongekommen ist. Und nun hat ausgerechnet die florierende Basler Chemiewirtschaft der Schweiz diesen Schlag versetzt. Was wird noch alles auf sie zukommen? Eine grässlich verunstaltete Lorelei zeigt die niederländische Ministerin vor, die als bisher erste eine 500.000 Franken Schadenersatz fordert. Ein Klacks im Vergleich zum guten Namen, den die Schweiz mit der Rheinkatastrophe eingebüßt hat. Deshalb ist auch ein Schweizer Presseorgan provokativ und stellt die Frage nach den Schuldigen. Darauf erpicht lauerten heute auch 150 Journalisten und 10 Fernsehteams aus Europa, darunter sogar aus Monaco. Am dichtesten umringt war in einer Verhandlungspause Umweltminister Walter Wallmann. Er hatte aus deutscher Sicht geltend gemacht, nicht nur das Gift im Rhein, sondern auch die offensichtlichen Sicherheitsmängel hätten die Bevölkerung beunruhigt. So etwas dürfe sich nie mehr wiederholen. Nach 5 Stunden ging die Zürcher Konferenz der Umweltminister zu Ende. Gastgeber Bundesrat Egli erklärte. Schließlich wurde über die Frage der Haftung und der Entschädigung gesprochen. Die Delegation der Schweiz hat sich bereit erklärt, über diese Frage zu sprechen. Auch die Firma Sandoz hat sich bereits in diesem Sinne vernehmen lassen. Natürlich kann eine Kommission, wie sie heute tagte, die mehrheitlich politisch zusammengesetzt ist, nicht über solche Ansprüche endgültig befinden. Wie sieht der deutsche Umweltminister das Ergebnis? Mein Schweizer Kollege hat zum Ausdruck gebracht, dass er jetzt natürlich noch nichts Abschließendes sagen könne, aber dass die schweizerische Behörden sowohl auf Bundesebene wie auf Landesebene, also Kantone hier und die betroffene Firma Sandoz, natürlich wüssten, dass sie sich diesen Fragen zu stellen hätten. Wir müssen zu Ergebnissen kommen, die insgesamt den Rhein so wieder ökologisch in Ordnung bringen, dass wir davon ausgehen können, dass nach erheblicher Zeit, müssen wir leider sagen, sich das ganze ökologische System wieder regeneriert. Es folgt der Nachrichtenüberblick im Heute-Journal. Die Gewerkschaften und der Berliner Brotfabrikant Schießer sind sich über den Rückkauf der neuen Heimat einig. Jetzt muss nur noch der Aufsichtsrat der Gewerkschaftsholding BGAG zustimmen. Als Ausgleich für Nachteile, die Schießers Unternehmensgruppe durch das neue Heimatgeschäft und die öffentliche Diskussion erlitten hat, erhält er eine Kreditzusage über 25 Millionen Mark. Seine Aufwendungen werden ihm erstattet. Eine Art Schmerzensgeld, so die Gewerkschaftsseite ausdrücklich, bekommt er nicht. Gefährliche Abfälle aus dem Bundesland Hessen dürfen vorerst nicht mehr zur Sondermülldeponie Schönberg in der DDR transportiert werden. Das Verwaltungsgericht Darmstadt hat auf Klage Lübeck seine einstweilige Verfügung erlassen, die auch für bereits erteilte Transportgenehmigungen gilt. In der Begründung heißt es, Hessen habe die Auswirkungen der Sondermülldeponie auf das Gebiet der Bundesrepublik nicht geprüft und damit gegen eine gesetzliche Verpflichtung verstoßen. Aus der Tschechoslowakei wird eine drohende Verseuchung der Oder gemeldet. In einem Nebenfluss, der bei Ostrau einmündet, sei mehrere Tage lang Heizöl geflossen. Dies habe bereits ein Fischsterben ausgelöst. Die Ursache ist noch unbekannt. Polen und die DDR wurden vorgewarnt.
Das Bundesgesundheitsministerium hat vor dem Verzehr von Nordseemuscheln aus dem Gebiet zwischen Elbe und Emsmündung gewarnt. Es seien in einzelnen Fällen Magen- und Darmbeschwerden aufgetreten. Bis zur endgültigen Klärung wird die Muschelernte in diesem Gebiet gestoppt. Mit der traditionellen Thronrede hat Königin Elisabeth II. In London das neue Parlamentsjahr eröffnet. Im Saal des Oberhauses betonte die Queen vor versammelten Lords und Unterhausabgeordneten, die Regierung Thatcher wolle sich verstärkt der Bekämpfung von Verbrechen und Terrorismus zuwenden. Priorität hätten nach wie vor die Verteidigung des Landes und eine aktive Rolle in der NATO. Zugleich wolle sich Großbritannien auch für internationale Abrüstungsbemühungen stark machen. Im kommenden Jahr will die Königin zur 750-Jahr-Feier nach Berlin kommen. Ehrung für Henry Kissinger. Der ehemalige amerikanische Außenminister erhielt am Abend in Krefeld den Concorde-Preis für seine Verdienste um die transatlantischen Beziehungen. Der von der Gesellschaft für deutsch-amerikanische Beziehungen verliehene Preis ist mit 10.000 Mark dotiert. Am Rande der Veranstaltung äußerte sich Kissinger zu einem möglichen Gipfeltreffen der Supermächte. Wenn sich die Gefühle beruhigt haben und wenn beide Seiten ihre Position überdacht haben, wird es in der zweiten Hälfte des nächsten Jahres ein Gipfeltreffen geben. Und ich glaube, es wird erfolgreich sein.